Ja, beim Durchsichten der aktuellen Videos im Internet hatte ich den Eindruck, dass Fridays for Future, die ganze Bewegung hier, immer noch träumt von so einer Art Zwergenaufstand und dass dieser Zwergenaufstand gelingen möge und eigentlich ein Sklavenaufstand, dass man nicht der Sklave sein will und so weiter. Und das ist völlig unrealistisch. Ja, das haben wir 1968 auch gedacht. Wir könnten irgendwie gegen den Kapitalismus aufbegehren. Aber in Wirklichkeit schauen wir uns Sowjetunion an, DDR, die Sowjetunion. Ja, da hat man versucht, den Kapitalismus zu beenden, ohne es zu können. Das Know-how war noch gar nicht da, um das zu beenden. Das Know-how ist ja erst vor kurzem fertig geworden, den Kapitalismus definitiv zu beenden. Die soziale Marktwirtschaft gekonnt zu beenden. Das haben die zweiten Scientists for Future 2 nach 50 Jahren Arbeit sozusagen entwickelt. Und jetzt sozusagen diese Illusion, ja, also was ist mit der Sowjetunion gewesen? Die ist jetzt heute kapitalistischer denn je. Also alle bisherigen Versuche des Ausstiegs aus dem Kapitalismus, aus der sozialen Marktwirtschaft sind am Ende immer noch krasser kapitalistisch geworden hinterher. Ja, also hier dieser Wunsch Abolish Slavery, also das ist alles Quatsch. Wir sind wir Bürger. Bürger ist nur ein anderes, netteres Wort für Sklave. Wir Bürger sind im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus nichts anderes als Sklaven. Alles andere ist Illusion. Und wir Sklaven haben sozusagen, wir können aufbegehren, so viel wir wollen. Ich denke gerade an den Spartakusaufstand, der dann am Ende gekreuzigt wurde und die alle gekreuzigt wurden. Ja, das bringt alles nichts. Ja, die einzigen, die die soziale Marktwirtschaft gekonnt beenden können, sind die zweiten Scientists for Future 2 und mit denen kooperiert ihr immer noch nicht. Also wird das nichts werden, liebe Fridays for Future Leute und liebe Greta. Das wird so nichts werden. Dann hier, ja, also das ist nur das Einzige, was sich geändert hat, dass die Ketten eher psychologischer Natur sind. Also wir Menschen liegen in Ketten sozusagen. Sozusagen, es sind jetzt seelische Ketten, also memetische Ketten, geistig-philosophische, gedankliche Ketten. Wir sind durchmanipuliert, dass der Kapitalismus, dass die soziale Marktwirtschaft manipuliert uns durch und legt uns in seelische, psychologische Ketten sozusagen. Früher hier, das war noch die offene Peitsche, ja, und sozusagen, und dann die Ketten und hier die. Ja, hier die Ketten, die um die Füße und so weiter. Oder hier die Fußkugel an den Sklaven. Das braucht man heute nicht mehr. Der Kapitalismus hat sich weiterentwickelt und er ist jetzt in der Lage, die Menschen als Sklaven zu halten. Wir sind nichts anderes als Vieh. Wir Bürger sind nur Sklavenvieh. Mehr sind wir nicht. Und dieser Zwergenaufstand, also diese Illusion, wir könnten in irgendeiner Weise ernst genommen werden. Warum denn? Warum sollte man sozusagen uns ernst nehmen? Und warum sollte das, I'm not your slave, ich bin nicht dein Sklave, warum sollte das unsere heutigen Milliardärskönige beeindrucken? Also das Entscheidende ist, liebe Fridays for Future, solange ihr nicht aufhört, unsere Milliardärskönige zu hassen, wird das nichts, weil was sollen sich ihr müsst lernen, die Milliardärskönige zu lieben. Und das geht nur durch Verstehen, wie das Ganze gekommen ist. Ja? Also, vor 400.000 Jahren der Tausch erfunden, vor circa wahrscheinlich 300.000 oder kurz nach der Zeit von vor 400.000 Jahren wurde der Tauschhandel erfunden und den haben wir alle gemeinsam erfunden. Wir alle gemeinsam haben den uns versklavenden Tauschhandel erfunden.
Und sozusagen, und ihr, liebe Fridays for Future, in allem, was ihr tut, ihr seid nichts anderes als eine bis jetzt eine kapitalistische, sozial-marktwirtschaftliche Bewegung, die bis jetzt nichts daran tun kann, diesen Kapitalismus zu beenden, weil ihr ja mit den einzigen, die es können, mit den zweiten Scientists for Future 2, immer noch nicht zusammenarbeitet. Ja, und die Erfindung, eure Erfindung, also eure Erfindung des Kapitalismus, eure Erfindung der sozialen Marktwirtschaft, die hat uns ja erst die Spaltung gebracht, die Abspaltung der Milliardärskönige gebracht. Und das hat erst dazu geführt, dass wir dann zu Vollsklaven wurden. Ja? Das war euer Werk. Ihr macht das jeden Tag mit allem, was ihr tut, wie ihr einkaufen geht, mit allem, was ihr tut. Haltet ihr diesen Kapitalismus, diese soziale Marktwirtschaft voll am Laufen. Ihr seid der Kapitalismus. Und die einzigen, die daraus geistig schon mal rausgestiegen sind, sind die zweiten Scientists for Future 2, mit denen ihr ja nicht kooperieren wollt, weil ihr eben durch und durch kapitalistisch und sozial-marktwirtschaftlich seid nach wie vor. Ne? Und diese Ideen von irgendeiner hier Rebellion, also sozusagen hier, wo war es denn? Hier abolish slavery und so weiter und diese Zwergenaufstand hier, I'm not your slave und so weiter, dieses Aufbegehren, das bringt gar nichts, weil der Kapitalismus in Europa ist tausendmal mächtiger, als er je war und der wird durch nichts, durch keine verrückten Zwergenaufstände mehr knackbar sein sozusagen. Nein, das Einzige ist das Verstehen. Ja, wie habt ihr selber mit eurem eigenen Verhalten die Milliardärskönige von euch abgespalten? Das habt ihr so gemacht. Ja? Ihr habt damals es zugelassen, dass eure Vorfahren, eure Urgroßeltern weit genug zurück haben, vor 400 bis 300.000 Jahren es zugelassen, dass der Tauschhandel erfunden wurde, ohne den systematisch zu lenken und zu kontrollieren und einzudämmen und gesunde Planwirtschaft einzuziehen in den Kapitalismus. Das Planziel, gesunde und glückliche Menschen, habt ihr vergessen reinzuziehen. Und ihr habt stillschweigend zugeschaut, wie der natürliche urmatriarchale Kommunismus, in dem wir alle vor 400.000 Jahren gelebt haben, wie der zerstört wurde. Und das habt ihr getan. Ihr Fridays for Future, ihr Greta Thunbergs habt das getan. Ja? Meine Vorfahren waren auch dabei, aber jetzt bin ich ausgestiegen. Jetzt bin ich im Geiste, verstehe ich die zweiten Scientists for Future 2 und bin ausgestiegen. Aber ihr nicht. Ihr seid immer noch kapitalistisch. Ihr seid immer noch sozialmarktwirtschaftlich. Ja? Und was ist passiert? Als ihr zugelassen habt, also eure Urgroßmütter und Urgroßväter zugelassen haben, dass der Tauschhandel unkontrolliert und ungelenkt entstand und damit die Keimzelle des Kapitalismus entstand vor 400 bis 300.000 Jahren, ja? Was ist da passiert? Sozusagen, da kamen die Händler und dieser Händler zum Beispiel sagt, ja, eine Kommune, einer dieser kommunistischen, lustvollen Kommunen dieser damaligen Zeit hat die andere besucht und die hatten alle Spaß miteinander und so weiter. Und ja, und es ist doch toll, wie die geschmust haben und wie die Sex miteinander hatten und so weiter. Dieser verurteilt also nicht den Körperkontakt. Dadurch wird er nicht allzu viel verkaufen, weil die Leute schmusen einfach munter weiter und werden durch ihn nicht manipuliert, mehr zu kaufen. Und deswegen hat er nur ganz geringe Einnahmen, kann immer nur ein Kind ernähren, bis dann hier das Ganze seine Linie ausstirbt, er seinen Laden wieder zumacht, weil dieser andere Tauschhändler, der zweite Tauschhändler hier,
der hat sozusagen Irrtumsgedanken im Kopf. Der hat so Irrtumsgedanken wie, ach, dieses viele Geschmuse, ach, wie eklig, wie schmutzig, wie unkeusch, wie, ja, was für ein, ach, dieser ständige Sex und so schrecklich, weg damit und so weiter. Und solche, irgendwelche Geschichten, die in diese Tendenz, die als Moral von der Geschichte so eine Körperfeindlichkeit haben, diese Geschichten, der zählt er am Lagerfeuer in Form von als Nachrichten und so weiter. Und alle Menschen, die ihm zuhören, sind beeindruckt von diesen ganzen, ja, ihnen angstmachenden Geschichten, dass also irgendwas schlecht sein könnte an dem vielen Schmusen und an dem vielen Sex in den Kommunen oder auch zwischen den Kommunen und so weiter, was die pazifistische Situation stabilisiert hat zu der damaligen Zeit, ja, und so weiter. Ja, und dann diese irreführenden Gedanken, die uns versklaven, die uns denken lassen, ja, also so dieses armselige Liebesleben, was wir alle haben, das sei ganz normal, denn alles andere sei ja unanständig und unkeusch und unschicklich und was auch immer, ja. So, und dadurch konnte dieser Händler dann gleich von Anfang an zwei Kinder ernähren und dann hier dieses Kind konnte dann gleich drei Kinder ernähren und so entstand eine Händlerdynastie, die gefußt war, aufbauend war, auf gewinnbringenden Irrtümern. Ich habe ja in den anderen 300 Videos viele andere Beispiele geliefert, wie die gewinnbringenden Irrtümer noch aussehen können, die gewaltverherrlichenden gewinnbringenden Irrtümer, die zum Krieg aufstachelnden gewinnbringenden Irrtümer, die also zum Waffenkonsum führten. Und es gibt unendlich viele gewinnbringende Irrtümer, krankheitsförderliche gewinnbringende Irrtümer, die großes Geschäft für Schamanen und Ärzte bringen und so weiter. Aber hier zum Beispiel jetzt, in diesem Fall ist jetzt wirklich erstmal nur relevant, diese körperfeindlichen gewinnbringenden Irrtümer dieses Händlers, ja? Denn was passiert jetzt aus der liebenvollen Kommune? Diejenigen, die heute, also die Vorfahren, die Urgroßmütter und Urgroßväter der heutigen Milliardärskönige, wie kam es dazu, dass die gegenüber uns eine völlige Gleichgültigkeit entwickelt haben? Also so, dass wir Sklavenvieh sozusagen niemanden ernsthaft interessieren. Warum, wie kam es dazu? Denn wenn dann in so einer Gruppe sozusagen, da waren früher waren die Urgroßväter und Urgroßmütter dieser heutigen Milliardärskönige waren einfach nur fähige, kompetente Menschen mit natürlicher Autorität, damals später Homo erectus genannt. Und diese fähigen Menschen haben einfach sehr viel an die Gruppe geschenkt, haben der Matriarchin sehr viele Geschenke und den Frauen und Kindern sehr viele Geschenke gereicht und geschenkt, eben alles, was sie so gefunden haben, ja. Und als Dank dafür stieg die Achtung der Frauen und Kinder gegenüber diesen Männern und so waren sie dann die beliebtesten der Gruppe, hatten den prickelndsten Sex, waren bei den Frauen sexuell am meisten gefragt und so weiter und hatten ein ganz tolles Liebesleben. Alle in den Kommunen hatten ein tolles Liebesleben, aber die fähigsten in der Gruppe hatten das tollste der tollsten Liebesleben in der Gruppe sozusagen. Und so waren alle glücklich miteinander und niemand neidete den fähigsten in der Gruppe ihren vielleicht noch eine Prise prickelnderen Sex damals wusste man ja sowieso noch nicht, dass dadurch die Vaterschaftswahrscheinlichkeit dieser besonders erfolgreichen Männer natürlich angestiegen war und so weiter, ja. Aber in dem Moment, wo jetzt der Händler kommt und
ihr als Händler, ihr Fridays for Future, ihr Greta Thunbergs, ihr wart damals der Händler. Ja, und dass ihr habt damals diese gewinnbringenden Irrtümer formuliert. Eure Vorfahren, eure Urgroßeltern, meine waren wahrscheinlich auch dabei. Und wir haben diese Geschichte erzählt dass dieses ganze Schmusen und dieser ganze Sex eklig sein und schlecht und schmutzig und unkeusch und was auch immer, ja, und so weiter, ja. Und das haben eure Vorfahren haben das erzählt. Und ihr seid daraus immer noch nicht ausgestiegen, weil ihr geistig auch noch nicht ausgestiegen seid daraus, ja? Also ihr tragt die Verantwortung dafür, dass wir in der Sklaverei leben. Und was haben die erfolgreichsten Männer gemacht, als sie dann feststellten, dass das sozusagen dass alle sozusagen so verklemmt wurden in der Gruppe, dass das Liebesleben armselig wurde. Da haben dann halt die fähigsten Männer einfach haben ihr eigenes Ding gemacht, haben gesagt, ich mache jetzt auch so einen komischen Händlerladen auf, und dann wurden die eben auch Kapitalisten sozusagen und fingen an, nicht mehr alles den Frauen, hörten auf damit, alles den Frauen und Kindern zu schenken, wie es sich in der Natur für Männer gehört sozusagen, sondern fingen an zu akkumulieren, also anzuhäufen, Güter anzuhäufen, fingen an, eben die erfolgreichsten Tauschhandelsdynastien aufzuziehen, übernahmen auch die Irrtümer der Händler sozusagen und wurden selber zu den erfolgreichsten Handelsdynastien und so weiter und waren natürlich in dem Moment völlig gleichgültig gegenüber der Masse der Frauen und Kinder, was früher sozusagen in der Kommune ihre Liebsten waren, sind dann völlig gleichgültig geworden. Wenn, dann interessieren sie sich vielleicht noch gerade für ihre einzelne Ehefrau und deren Kinder, ja, also ihre eigenen Kinder, aber für alles andere interessieren sie sich nicht mehr. Alles andere ist ihnen gleichgültig. Es ist ihnen auch völlig egal, weil sie es nicht verstehen, ist es ihnen bis jetzt noch völlig egal. Und das müsste eure Aufgabe sein. Ihr müsstet jetzt den Milliardären sagen, dass jedes Handelsimperium und jede Handelsdynastie auch den anderen 199 der 200 reichsten Milliardärskönige dieser Erde großen Schaden zufügt und dass wir alle nur auf den Scherben eines zerstörten, denaturierten Lebensstiles leben und dass wir alle vergiftet werden und krank gemacht werden und alle viel zu früh sterben und alle überhaupt nicht mehr wissen, was Glück ist, weil dieses System gar kein Glück zulässt, ja? Weil Glückszerstörung ist das Wesen der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus in dieser Tauschhandelssituation. Ja? Also von daher, eure Aufgabe müsste sein, erst einmal die Milliardärskönige wieder zu lieben. Am besten macht ihr euch klar, dass ihr es wart, die Milliardärskönige dazu gebracht haben, dass sie entstanden sind und dann die Gleichgültigkeit uns gegenüber entwickelt haben. Denn ihr wart es, eure Vorfahren sind schuld an dem ganzen Prozess. Nicht die Milliardärskönige. Ja, wenn ihr es, und also fangt an, sie zu lieben. Und fangt an, denen klarzumachen, dass sie sich auch, dass das soziale Marktwirtschaftssystem auch die Lebensfreude, die Lebensqualität, die Langlebigkeit und die Gesundheit auch aller Milliardärskönige und ihrer Kinder und Enkel aufs Schwerste beschädigt. Ja? Nur das ist die einzige Chance, ja? Denn die einzige Chance ist, dass wir wieder zurückkommen in unsere lustvollen, urkommunistischen, urmatriarchalen Lebensweise, garniert mit ein bisschen, einiges von der modernen Technik kann man ja beibehalten, dass was wirklich gut dran ist, der ganze Konsumsuchtanteil kann natürlich verschwinden, aber das ist der Weg wieder, wir müssen wieder in einem echten urkommunistischen in einer urkommunistischen Lebensform müssen wir wieder leben
Und dann machen die Männer das wieder genauso, wie sie es vor 400 bis 300.000 Jahren noch gemacht haben, nämlich sich alles den Frauen und Kindern ihrer Gruppe zu schenken. Dadurch geht die Schere zwischen Arm und Reich zusammen und wir sind alle wieder eine durch und durch liebevolle Gesellschaft, eine echt kommunistisch, echt planwirtschaftlich, echt sozialistische, echt superdemokratische Gesellschaft, ja. Aber so mit der Idee hier, ich bin nicht dein Sklave, also mit dieser Aggression, könnt ihr vergessen, das bringt nichts, ja. Da, liebe Greta und Fridays for Future, ihr macht bis jetzt alles verkehrt, ihr seid bis jetzt noch, seid ihr der Kapitalismus, ihr seid die soziale Marktwirtschaft, ihr seid nicht die Heilung, sondern ihr seid immer noch das Problem. Ja, wir sind Sklavenvieh und wir werden so lange Sklavenvieh bleiben, bis ihr anfangt, unsere Milliardärskönige zu lieben und sie zusammen mit den zweiten Scientists for Future 2, die auch die Milliardärskönige lieben, gemeinsam liebevoll anzusprechen und allen klar zu machen, dass es eine viel glücklichere Lebensweise gibt, jenseits dieser Spaltung zwischen Arm und Reich, dieser Spaltung zwischen den Milliardärskönigen und uns, dem Sklavenvieh. Wir sind nichts anderes als Sklavenvieh. Das müsst ihr endlich begreifen. Hoffentlich begreift ihr das. Und studiert, fangt sofort an, alles zu studieren, was es über die 2.Scientists for Future II gibt. Über 300 Videos und viele hundert Seiten auf der Homepage. Tschüssi.